Ja, herzlich willkommen zu dieser Lunchtime-Lecture. Ich darf mich vorab ganz herzlich für die Einladung bedanken und die nette Einleitung. Und wie Sie ja sehen, der Titel des heutigen Vortrags lautet Museale Sammlungen virtuell repräsentiert am Beispiel des Hans-Kraus-Kriminalmuseums der Universitätsmuseen der Karl-Franzens-Universität Graz. Und wie Johannes Stieger schon gesagt hat, es handelt sich dabei um ein Projekt, das wir jetzt, an dem wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren arbeiten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einerseits das Team, allen voran Elisabeth Steiner und Karina Koch. Und von den Universitätsmuseen sind das Stefan Köchli und ich, die hier eben an der Inventarisierung und an der Digitalisierung des Hans-Kraus-Kriminalmuseums arbeiten. Der Prozess dauert jetzt schon ungefähr 2 Jahre und ich freue mich, dass ich Ihnen heute einen ersten Einblick in das virtuelle Museum sozusagen geben darf. Und vorab schließe dabei auch an den Vortrag, den Elisabeth Steiner und ich letztes Jahr bei den DHA-Tagen in Wien gehalten haben. Deswegen vielleicht einigen von Ihnen wird das Layout ein bisschen bekannt vorkommen. Danke, dass ich das auch nochmal verwenden darf, Elisabeth. Was Sie in der nächsten guten halben Stunde erwarten wird, ich möchte vorab einige Begriffe und ich komme aus dem Bereich Museologie, also eine wissenschaftliche Disziplin, das werde ich später noch kurz erwähnen. Ich möchte einige Begriffe klarlegen, die dann immer wieder kommen im Verlauf des Vortrags. Einige grundlegende Dinge zu musealen Sammlungen im digitalen Zeitalter auf diese eingehen und dann vor allem auch den interdisziplinären Diskurs zwischen Museologie und DH im Kontext dieses Projekts erwähnen, bevor ich dann eben auf das Fallbeispiel des Hans-Kraus-Kriminalmuseums eingehe. Dann zum Fazit komme und dann am Schluss dann noch die Literatur mitgebracht. Ja, vorab darf ich ganz kurz in einige museologische Begriffe einführen. Museologie ist sozusagen die Wissenschaft, die sich mit dem Auswählen, dem Erhalten, dem Erforschen und auch dem Vermitteln von Objekten beschäftigt. Und Sie sehen hier Objekte, Alltagsobjekte, die durch den Musealisierungskreislauf, in der Museologie heißt das Zuschreibung von Musealität, also ich gebe einem Objekt eine besondere Bedeutung, nehme es aus dem Alltagskreislauf heraus, damit wird es sozusagen zum musealen Objekt, zur Musealie, und wird in der Institution Museum meistens in Form einer musealen Ausstellung dem Publikum präsentiert, weitergegeben und vermittelt. Und im Vergleich vielleicht eine museale Ausstellung ist eben das Medium, das diesen Objektbestand herzeigt und präsentiert. Die Sammlung ist die Gesamtsammlung aller Objekte, das sozusagen zum Vergleich dieser zwei Begriffe, die auch immer wieder synonym manchmal verwendet werden. Hingeschrieben habe ich hier noch digitale, virtuelle Sammlungen -Museen. Auch das sind Begriffe, die auch in der Literatur synonym verwendet werden, teilweise, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, etwas schwammig auch sind. Und das wollte ich eben ganz an den Beginn hier stellen, damit Sie dann sehen, wie wir auch im Kontext dieses Projekts mit diesen Begriffen umgegangen sind und warum wir dann den Begriff gewählt haben, wie Sie später sehen werden, der jetzt eben auch in der virtuellen Repräsentation dasteht. Ja, museale Sammlungen im digitalen Zeitalter hier noch in Klammer, weil diese Grundvoraussetzungen sowohl auf Sammlungen zutreffen, die jetzt im physischen Sinn da sind, sage ich einmal, aber auch für solche Sammlungen, die digitalisiert werden. Die besonderen Möglichkeiten, die sich durch digitale Methoden ergeben, betreffen eben die Prozesse des Dokumentierens und des Vermittelns von Objekten.
Und der Dokumentationsvorgang beginnt am, habe ich schon erwähnt, Musealisierungsprozess. Das heißt, jener Prozess, wirklich ein wissenschaftlicher Prozess, in dem Objekte ausgewählt werden, um sie eben herauszunehmen aus dem Gesamtkontext unter dem Einsatz interdisziplinärer Methoden. Der andere große Bereich betrifft den Bereich des Vermittelns, wie auch schon angesprochen. Man könnte auch sagen, das Kuratieren von Ausstellungen, also jener Prozess, der sich mit dem Erforschen und mit dem Vermitteln, mit dem Ausstellen von Objekten beschäftigt. Im Bereich des Dokumentierens oder der Dokumentationsvorgang teilt sich in drei größere Bereiche. Das ist das Registrieren, das Inventarisieren und das Katalogisieren von Objekten. Und das ist eben dieser Bereich oder dieser Prozess, den wir im Moment im Kriminalmuseum verfolgen und wo wir sozusagen gerade mittendrin sind. Das Präsentieren und Vermitteln findet eben in Schausammlungen bzw. in wechselnden Ausstellungen statt. Mit folgenden Fragen beschäftigen sich sogenannte Objektwissenschaftler, so nennen wir WissenschaftlerInnen, die sich eben mit dem wissenschaftlichen Erforschen von Objekten beschäftigen. Und die stellen sich immer wieder die Frage, was passiert jetzt mit der Aura des Objekts, mit der Authentizität des originalen Objekts, wenn wir beginnen, Sammlungen zu digitalisieren und in den virtuellen Raum sozusagen zu stellen. Viele fürchten sich auf, und ich nenne sie die digitalen Skeptiker sozusagen, fürchten sich vor dem Verlust des Publikums und stellen sich auch die Frage, werden die Leute noch in meine Sammlung kommen, wenn ich die Objekte online stelle, wenn ich sie digitalisiere, und hat es Auswirkungen auf das potenzielle Publikum? Hier noch zwei Begriffe, die in der Diskussion immer wieder oder in der Literatur auch immer wieder vorkommen. Der eine ist Museum Computing, der andere virtuelles Museum. Und hier unterscheiden sich jetzt der angloamerikanische Raum vom deutschsprachigen Raum, weil im angloamerikanischen Raum man vor allem den Begriff Museum Computing verwendet. Und dieser meint, dass man eben digitale Methoden einbezieht in die Erforschung und die Darstellung von Objekten. Der andere ist der Begriff virtuelles Museum, habe ich unter Anführungszeichen gesetzt, findet man vor allem in der deutschsprachigen Literatur, ist ein, wie man sagen kann, eher schwammiger Begriff, sehr vage gehalten, und darunter versteht man sämtliche Webangebote von Museen. Wenn Sie digitales oder virtuelles Museum auch googeln, dann finden Sie zum Beispiel Objektdatenbanken, die online sind. Sie finden aber auch sowas wie virtuelle Rundgänge. Und das ist eher das, was wir auch im Kontext des Projekts immer wieder diskutiert haben. Und wenn wir von virtuellem Museum reden, dann haben wir irgendwo immer sowas im Kopf wie: Man geht virtuell durch eine Sammlung, es gibt einen Rundgang, man lebt dieses Museums, diesen Museumsbesuch in gewisser Weise nach. Also das sind vielleicht zwei Begriffe, auf die man hinweisen muss, auch in der Literatur vor allem. Wie sind wir jetzt an diese Fragestellungen oder an diese vielleicht auch Problemfelder herangegangen im Kontext des Projekts? Und zwar war aus unserer Sicht wichtig festzuhalten, dass es sich bei dieser Online-Präsentation um ein eigenes Medium handelt, also das eigene Voraussetzungen, eigene Charakteristika auch hat in der Darstellung, in der Forschung, in der Vermittlung. Ein Zitat, das daran anschließt, vielleicht von Marshall McLuhan, der meint, the medium is the message. Das heißt,
es ist wirklich was anderes, mehr oder weniger auch deswegen nicht zu vergleichen. Und das war unser Punkt, eben zu sagen, digitales und physisches Museum sozusagen stehen in diesem Sinn nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sind wirklich etwas anderes. Was noch wichtig war als Grundvoraussetzung, ist, dass wir, und da ist das Kriminalmuseum ein besonderes Beispiel auch dafür, dass wir multiperspektivische Objektbedeutungen mit einbeziehen wollten und in gewisser Weise abbildbar machen wollten. Das heißt, jedes Objekt kann ja mehrere Bedeutungen transportieren und mitnehmen. So ist es auch im Kriminalmuseum natürlich. Also das Objekt ist vielleicht ist hergestellt worden, ist verändert worden bei einem Kriminalfall zum Beispiel, dann wieder zum Einsatz gekommen, sage ich einmal. Und unser Versuch war es eben, hier Verknüpfungen herzustellen und damit diese Bedeutungsstruktur noch abzubilden. Daraus ergab sich natürlich auch eine Erweiterung museologischer Methoden im interdisziplinären Diskurs zwischen Museologie und Digital Humanities. Punkte, die für uns noch zusätzlich dafür gesprochen haben, natürlich, ist die Langzeitarchivierung von Objektdaten, die Zugänglichkeit, die dazu dabei möglich wird, für möglichst alle natürlich. Über die rechtliche Situation haben wir uns auch Gedanken gemacht. Im Bereich der sogenannten pornografischen Sammlung sind nämlich die Abbildungen oder die Fotos nicht verpixelt worden, das heißt nicht sichtbar. Es ist aber durchaus dann möglich, dass man sich diese Daten, dass man die anfragt und dann zu Forschungszwecken eben ins Museum kommt und sich dann dort diese Abbildungen eben anschaut. Ein besonderer Zugang, den wir schaffen wollten für das Publikum, war, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Form von Vokabular auch anbieten. Das heißt, dass sich Menschen, die nicht unbedingt jetzt mit dem Objektbestand was anfangen können, sich hier durchklicken können und eine Form von standardisiertem Vokabular auch vorfinden, um sich hier eben zurechtzufinden. Und natürlich soll die digitale Version neugierig machen auf das originale Objekt, damit die Menschen auch dann zum Objekt wieder kommen und in Ausstellungen gehen. Ich darf Ihnen jetzt einen ersten Einblick geben in die Sammlung, in die virtuelle Sammlung, wie wir sie genannt haben. Sie sehen hier die Home-Seite, also die Einstiegsseite. Und was wir damit bezwecken, ist, dass wir sowohl die Sammlung kontextualisieren. Sie sehen hier Bestand, Museum, Kategorien, Tatortkoffer. Das sind alles Begriffe, Punkte, die Sie auch oben dann wiederfinden in der Leiste. Sie sehen hier Sammlungsgeschichte. Es gibt einen Text zum Museum, zur Geschichte des Museums, zur Aufstellungsgeschichte des Museums, zu Hans Gross selbst. Ich klicke hier kurz hinein in die Kategorien. Also Hans Gross hat selbst das Museum in mehrere Kategorien eingeteilt und die finden Sie hier eben abgebildet. Außerdem haben wir ein aus unserer Sicht besonderes Objekt auch des Museums hier einbezogen. Es ist der Tatortkoffer, den man hier eben herausgestellt hat, ein besonderes Objekt deswegen, weil Hans Gross selbst, also der Gründer des Museums, diesen Koffer sozusagen zusammengestellt hat, damit man am Tatort oder den Tatort rekonstruieren kann. Und das sind alles Objekte, die man dazu gebraucht hat. Unter Bestand findet man dann den Bestand
eingeteilt in Sammlungsbereiche und Hans Gross Kategorien. Ich habe früher gesagt, wir haben die Sammlung selbst kontextualisiert, wir haben hier aber auch die Objekte kontextualisiert. Das heißt, im Moment hier eingeteilt eben in zwei Bereiche, einmal Sammlungsbereiche, einmal Hans Gross Kategorien. Die Sammlungsbereiche sind eher auch historisch gewachsene Sammlungsbereiche, die sich auch dadurch auszeichnen, dass sie unterschiedliches Material haben, natürlich, wenn Sie sich anschauen, Karteikarten und Chemikalien. Also das sind so Sammlungsbereiche, die mehr oder weniger gemeinsam auch aufbewahrt und deponiert sind. Hier noch einmal eben die Hans-Gross-Kategorien. Was noch dazu kommen wird, sind weitere Abfragemöglichkeiten, unter anderem die hinterlegten Thesauri, von denen ich früher kurz erwähnt habe. Wenn wir hier auf Wilderer Projekt gehen, dann handelt es sich um das Projekt, das wir mit dem letzten vorjährigen Euromax-Masterlehrgang durchgeführt haben. Und wir haben hier einen Objektbestand herausgenommen, die mit dem Wilderertum in Beziehung stehen und haben uns den genauer angesehen. Das Ergebnis ist, dass Sie hier auch die Objekte, die mit diesem Wilderertum in Beziehung stehen, hier einsehen können. Einerseits eben der Objektbestand, die dreidimensionalen Objekte. Auf der anderen Seite die Karteikarten, die Sie hier sehen. Ich gehe kurz da so hinunter. Sie sehen, es ist eine ganze Menge an Karteikarten, die mit dem Wilderertum in Beziehung stehen. Das Interessante war für mich jetzt auch als Museologin, weil ich irgendwo auch davon ausgegangen bin, dass Objektbestand kontextualisiert ist, beziehungsweise im Zusammenhang steht mit Karteikarten, das heißt, dass Karteikarten möglicherweise diese Objekte auch beschreiben. Das war in den meisten Fällen nicht so, danke Carina. Sie war immer der Meinung, dass in dem Fall Karteikarten einen ganz eigenen Objektbereich sozusagen darstellen, so haben wir es jetzt auch hier abgebildet. Und was wir zusätzlich haben, also das ist sozusagen der Bereich, den man vielleicht mit einer Schausammlung vergleichen könnte. Objektbestand mit Grunddaten inventarisiert, hier abgebildet. Also ein Zugang, der jetzt keinen expliziten kuratorischen Blick auf die Objekte wirft. Und im Unterschied dazu haben wir einen virtuellen Rundgang gestaltet, auch in Zusammenarbeit mit den Studierenden eben. Und Sie sehen hier den sogenannten virtuellen Rundgang zum Wilderertum, eine Zeichnung auch der Studierenden, die hier so einen Wald dargestellt haben. Wenn man hier drauf geht, sehen Sie die unterschiedlichen Positionen, die unterschiedlichen Punkte hier in diesem virtuellen Rundgang. Ich gehe vielleicht ganz kurz durch. Eben am Anfang die Wilderei im Zusammenhang mit dem Kriminalmuseum. Sie haben in den meisten Fällen hier einen Kurztext und oben auch jetzt hier eine Abbildung aus dem Kriminalmuseum. So geht es dann noch weiter. Ganz da. Hier beginnt dann die Präsentation auch des Kriminal- oder der Objekte des Kriminalmuseums, hier ein allgemeiner Text zu den Waffen. Fallen gehören natürlich auch dazu, zum Wilderertum, Fallen, Angeln, Fischgehren und so weiter. Ein Beispiel eines Giftes. Es handelt sich hier um vergiftete Maiskörner, die eingesetzt wurden zu noch zwei Folien mehr, noch in dieser virtuellen Präsentation. Aber ich möchte Ihnen noch zeigen, jetzt hier, wenn wir hier draufklicken, kommen wir zum Bestand, zur digitalen Sammlung, wo eben die Objekte mit Grunddaten jetzt hier mal erschlossen sind. Wir haben eine Kurzbeschreibung, Sie sehen hier die Hans-Gross-Kategorie, die wir uns früher angesehen haben.
mit der Nummer jeweils dabei, die Hans Kraus angelegt hat. Objekttyp und Material, das bezieht sich auf das standardisierte Vokabular, das wir hier hinterlegt haben, das dann auch, über das wir auch dann suchen können. Natürlich die Grunddaten, Maße, Verpackung, Inventarnummer und auch historische Inventarnummer, die wir hier mitgenommen haben, weil auch ein besonderer Fall hier dieses Museum, es mehrere Systeme sozusagen gab von Inventarnummern, die nicht einheitlich waren und die auch unterschiedliche Bezeichnungsformen verwendet haben. Und wir haben hier das erste Mal jetzt ein durchlaufendes Inventarnummernsystem eingeführt. Und trotzdem erscheint es uns wichtig, weil auch in verschiedenen Publikationen noch alte Inventarnummern verwendet werden, erschien es uns hier wichtig, die auch hier auszuweisen. Ich gebe hier jetzt Angel ein, auch ein Begriff aus von Objekten hier eben. Und Sie sehen, hier finden wir die Angel als dreidimensionales Objekt. Wir finden aber auch Karteikarten. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo es keine Verknüpfung aus unserer Sicht oder noch nicht gibt zwischen einem dreidimensionalen Objekt und einer Karteikarte, weil wir sie im Moment nicht herstellen können. Also es gibt keine inhaltlichen Kriterien, keine Quellen, die uns sagen, dass diese Angel mit dieser Karteikarte übereinstimmt. Deswegen auch keine Verknüpfung. Ich möchte Ihnen aber noch ein Beispiel zeigen, wo wir eine solche Verknüpfung haben. Wir haben hier eine Karteikarte zu einer Fotografie eines Karl W. Das Delikt ist Wilddiebstahl, hier auch ein Ergebnis der Studierendenarbeit unterlegt, sehen Sie hier, worum es sich handelt bei einem Wilddiebstahl. Aber was ich Ihnen hier noch zeigen wollte, war eben die Möglichkeit der Verknüpfung, die wir hier umgesetzt haben. Es gibt hier nämlich ein Foto zu diesem Herrn. Und auf, ich glaube, der Link funktioniert, haben wir noch nichts dahinter? Nein, aber mal nichts dahinter, weil die Testdaten nicht vollständig sind. Genau. Danke. Und es wird in Bälde möglich sein, hier dann drauf zu klicken und zu diesem Foto eben zu gelangen. Und das, glaube ich, ist auch eine der Besonderheiten dieser virtuellen Sammlung, dass es möglich ist, sämtliche Objektkontexte, Bezüge der Objekte zueinander, zu anderen Objektbereichen darzustellen und somit auch die Möglichkeit des individuellen Erschließens sozusagen dieser Sammlung ermöglicht wird. Ja, soweit der erste Einblick in die virtuelle Sammlung des Hans-Kraus-Kriminalmuseums. Wie Sie gesehen haben, haben wir versucht, eben sowohl die Sammlung zu kontextualisieren, und auch die Objekte an sich eben in einen größeren Zusammenhang zu stellen, wobei die virtuelle Repräsentation des Bestandes man am ehesten vergleichen könnte mit einer Sammlung, die jetzt digital repräsentiert ist. Der virtuelle Rundgang des Winderer Bestandes könnte man vielleicht am ehesten vergleichen mit einem unter Anführungszeichen virtuellen Museum, auch wenn wir jetzt keinen Rundgang sozusagen haben, aber es ist ein kuratorischer Blick auf diesen Winderer Bestand und kommt noch eher einer virtuellen Ausstellung vielleicht gleich. Das Hans-Kraus-Kriminalmuseum ist, oder die Daten, sagen wir es in den letzten Zügen, wir sind gerade dabei, die Daten, die Objektdaten zu vervollständigen, die Digitalisate, also die Fotografien der Objekte auch zu vervollständigen. Und wir gehen davon aus, dass wir Anfang 2017, dass die Sammlung auf GAMS zugänglich sein wird.
Und das Hans-Kraus-Kriminalmuseum wird auch Anfang März oder bis Anfang März im Portal Wissenschaftserbe eingebunden sein. Zum Fazit. Ich denke, es ist, und ich hoffe, es ist in der Präsentation jetzt auch rübergekommen, dass durch so eine virtuelle Sammlung es möglich wird, oder vor allem durch diese, am Beispiel dieser virtuellen Sammlung es möglich wird, eine Sammlung oder den Komplex dieser Sammlung abzubilden, so wie es im physischen Raum nicht möglich ist. Das heißt, dass wir die Verknüpfungen, die Verbindungen der Objekte zueinander hier durch eben diese Verknüpfungsfunktion herstellen können. Und solche Verknüpfungen sind im physischen Raum natürlich auf diese Weise nicht möglich. Deswegen ein eigenes Medium für sich und, wie ich eben früher schon gesagt habe, mit anderen Voraussetzungen, ganz anderen Intentionen auch. Der kuratorische Blick, wie Sie gesehen haben, ist vor allem beim Bestand herausgenommen natürlich, also in der Darstellung des Bestandes. Mehr oder weniger herausgenommen, ich weiß schon, was objektiv ist, ist in gewisser Weise fast alles. Aber der kuratorische Blick, den haben wir integriert im virtuellen Rundgang des Winderertums. Das sind sozusagen die zwei Zugänge, die wir hier geschaffen haben. Es war uns möglich, denke ich, die musealen Objekte miteinander zu verknüpfen, zu verlinken und auch mit unterschiedlichen Medien zu verknüpfen und zusammenzubringen. Und somit können wir dieses Medium, denke ich, doch auch als Werkzeug zur Vermittlung und Darstellung musealer Inhalte nutzen. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass dadurch dieser multiperspektivische Ansatz oder diese multiperspektivischen Objektbedeutungen, die musealen Objekten ja inhärent sind, darstellen und vermitteln können. Und auf diese Weise wird es Userinnen auch ermöglicht, nach ihren eigenen Interessen sich Inhalte zu erschließen, zu sehen und sich da eben durchzuklicken. Um ein bisschen vielleicht auch in diese Begrifflichkeiten mehr Klarheit hineinzubringen, schlagen wir deshalb vor, museale Sammlungen virtuell repräsentiert zu verwenden. Deswegen eben auch virtuelle Sammlung Hans-Kraus-Kriminalmuseum. Am Schluss darf ich Ihnen noch eine Perspektive mitgeben, mitteilen. Wir sind eben, wie ich gesagt habe, gerade dabei, den Grunderschließung zu vervollständigen. Natürlich schwebt uns auch vor, den Bestand weiterhin in der Tiefe zu erschließen. Das bedeutet natürlich, das Quellenmaterial, das vorhanden ist, auch zu sichten, zu lesen, zu erforschen und mit den Objekten in Verbindung zu bringen. Und dann wird es möglich sein, Objekte weiter miteinander zu verknüpfen, unterschiedliche Objektkategorien miteinander zu verknüpfen und so eben diesen multiperspektivischen Blick auf die Objekte weiter in die Tiefe zu gehen und weiter zu erschließen. Ja, in diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen einmal einen Einblick gegeben in die Sammlung und stehe natürlich für weitere Fragen sehr gern zur Verfügung.